Aufregung vor einem Café in Thailand. Direkt vor dem Laden quillt plötzlich Wasser aus dem Boden, frisst die Straße auf. Die Erde scheint sich zu öffnen. Die Wassermassen verschlucken einen großen Teil der Straße. Beinahe fällt noch ein Auto in das Loch. Die Insassen kommen mit dem Schrecken davon. Ein paar Meter weiter und die Folgen hätten fatal sein können. Doch zum Glück wird an diesem Tag niemand verletzt. Eine unterspülte Straße, ein riesiges Loch. Und Ladenbesitzer, die nun um ihren Umsatz fürchten. Der Inhaber des Cafés postet auf Facebook: Gerade ist es nicht praktisch, vor dem Laden zu doch die Reparaturarbeiten laufen. Es werden einige Wochen vergehen, bis Anwohner wieder wie gewohnt zu diesem Café und den umliegenden Geschäften fahren können. Erdfälle. Ein Phänomen, das auch in Deutschland auftritt. Mehrere 100 Mal pro Jahr. Meist wird der Boden, wie auch in dem Fall in Thailand, durch Wasser ausgespült, das einen Abfluss durch Strukturen im Untergrund findet. Und dann erobert sich die Natur ein Stück von den Menschen zurück.